Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Ja, keine Ahnung, also ich finde halt deutsche Filme übel schlecht einfach nur. Also erstens, die sind alle gleich. Wenn du einen kennst, kennst du gefühlt alle von den Filmen, weil alle irgendwie dieselbe Art von Humor haben, alle dieselben Schauspieler. Und die sind alle komplett gleich eigentlich. Und dann kommt immer so eine tiefsinnige Szene, die den ganzen Film irgendwie kaputt macht. So wie Fuck You Goethe. Da gibt es dann auch so den Tiefpunkt und von da an aus geht dann, wird dann alles wieder gut. Und das sind einfach alle deutschen Filme. Also Fuck You Goethe finde ich stellenweise auch lustig, aber halt nicht alles. Ich finde, der Film ist dann auch totgetreten. Mit den drei Teilen, die es gibt. Ja, cool sind die deutschen Filme nicht immer, ja. Also irgendwie, also mir gefällt die Art von Humor nicht. Ich finde die irgendwie so ein bisschen, so kindisch ein bisschen. Oder keine Ahnung, ich finde so viele Filme einfach nicht gut oder Serien auch. Die einfach sagt, die sind einfach kacke. Ich weiß nicht, warum werden die mir gezeigt. Die wilden Kerle. Tatsächlich habe ich die noch nie gesehen, komplett. Also ich glaube, ich habe mal den ersten Teil so als Sechsjährige gesehen, aber davon gibt es auch 10 Teile gefühlt. Alle im Bavaria Filmstudio gedreht, wo die ja dann am Ende gegen Vampire gekämpft haben. So viel habe ich aus dem Bavaria Filmstudio erfahren. Was ich halt auch lustig finde, weil das ja einfach, glaube ich, ganz normale Menschen waren. Und dann spielen die Fußball gegen Vampire und verlieren und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, mir das irgendwann zu geben. Vielleicht irgendwann, wenn ich mal irgendwann ein Kind habe, so in 10 Jahren, dann kann ich mir das mal anschauen. Hatte ich Angst, das Kind war echt? Ich fast 23, dem nichts Besseres einfällt. Ich bin auch fast 22 und schau mal für die Kinderfilme an. Zum Beispiel habe ich heute H2O plötzlich Meerjungfrau angeschaut, weil mir langweilig war. Also, das mit dem Vampir voll gruselig. Doch, ehrlich. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt den Zusammenhang so lustig. Irgendwie, das sind so ganz normale Kinder, die irgendwie halt Fußball spielen und auf einmal kommen da Vampire. Ich weiß nicht, welcher geistesgestörte Regisseur sich das einfallen hat lassen, irgendwie schon wieder Vampire da reinzubringen. Das sind halt auch irgendwie Kindheitserinnerungen, ja. Wisst ihr, also wie gesagt, ich habe wilde Kerle als Kind nie gesehen. Was ich mir noch angeschaut habe, vor, keine Ahnung, ein Jahr oder so, war mal die wilden Hühner nochmal alle Teile, weil ich tatsächlich nicht alle Teile kannte. Und als Kind fanden alle mal die Teile so cool. Und meine Mutter hat mich, glaube ich, immer nicht anschauen lassen. Und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut. Mit 21 bin ich da gegangen und habe mir die wilden Hühner angeschaut und habe da voll mitgefiebert. Fand ich auch ganz interessant. Ja, eskaliert halt richtig schnell. Irgendwie so die ersten 2 Spiele normal und dann Bäm, Vampir. So, auch wenn ich mir mal kurz die Schätze hole, bevor die weg ist. Jetzt hoffe ich, dass ich den Fisch fange. So, jetzt habe ich wahrscheinlich keinen Platz mehr. Gott, irgendwas muss ich wegwerfen. Julia-Cola. Kommen die 3 Holzsaft. Dann gehen wir mal home. Also, keine Ahnung, also die wilden Kerle waren halt nie irgendwas, was ich mir anschauen wollte. Also, keine Ahnung, vielleicht war ich da zu sehr Mädchen, aber dafür gab es ja die wilden Hühner. Alles, ja, Angeln ist entspannt, gerade in MC, Minecraft? Minecraft oder McDonald's? Aber McDonald's macht keinen Sinn, also nehme ich mal, kenne die Filme alle nicht. Gott. Muss man auch nicht gesehen haben. Das muss man nur. Okay, Minecraft, ja. MC ist Minecraft. Jetzt schon McDonald's passt gerade nicht so. Bin zu verfressen für diese Welt. Eindeutig. Brauche ich noch ein bisschen was? Brauche ich noch was? Und hier kann ich mich wieder mitnehmen. Und dann das und das Kaupelzchen. Zum Tinten verschiebe ich noch. Ich habe auch noch so ein Leuchtring hier einfach geangelt, gell? Wisst ihr noch, als ich unbedingt einen wollte? Habe ich keinen bekommen. Halbboot, nee, ich wollte mir eigentlich aufheben. Einen davon.
Und dann habe ich doch jetzt gerade noch irgendwas gehabt. Magma-Geoden oder so. Ja. Hier. Gut, den Rest kann ich dann mal verkaufen. Und einen Längdorsch habe ich auch noch nicht gesehen. Längdorsch muss ich auch aufheben. Hecht habe ich schon. Barsch habe ich, glaube ich, auch noch. Natürlich habe ich den auch mal auf. Und das da ist ein Hering. Den habe ich aber, glaube ich, schon. Ja, den Rest kann ich, glaube ich, echt verscherbeln. Habe ich schon. Habe ich schon. Heu nicht. Hoffentlich ordentlich Geld. Und dann lieber einen frischen Döner. Also ich mag weder Döner noch Mäcki. Also Mäcki mag ich, wenn dann Curly Fries, die haben in letzter Zeit so abartig geschmeckt, weil die so richtig trocken waren. Deswegen habe ich eher keinen Bock auf Curly Fries. Da bin ich eher so für die Cheese Pommes beim Burger King. Ich kann mir mein Dings kaufen. Mir wurde mehr oder weniger aufgezwungen, hatte einen Kumpel, der übertrieben Fußball gefeiert hat, echt. Also ich habe ja auch Fußball gespielt und ich bin auch so ein Fußballfan, aber ganz ehrlich, ich muss mir keine wilden Kerle anschauen. Oh, morgen ist das Fest des Eises. Okay, ich werde extra Glück haben. Nice. Königin der Soßen. Blumenpudding. Pudding hört sich gut an. Hi. Hallihallo, Lena. So, dein erstes Jahr im Sterntotal ist schon fast vorbei. Hm? Wenn du weiter bei mir deine Sidegrowth kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Und ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich werde nächstes Jahr neue Saatsorten in meinen Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Saison haben. Nun, das war dann alles. Schönen Tag noch. Weißt du, du kannst dir die Mühe sparen, das Saatgut der Konkurrenz zu probieren. Pierre Saatgut ist von bester Qualität, die du je finden wirst. Das verspreche ich dir. Okay, ja, war halt damals irgendwie im Fußball, war ich komplett raus, weil ich selbst mal gespielt habe. Okay. Ich hätte in letzter Zeit so viel Bock, einfach mal wieder eine Runde Fußball zu spielen, aber. Nee. Okay, ein bisschen Saat habe ich noch, aber ich glaube, eine Saat macht mir noch zusätzlich. Wollte ich nicht. Ich wollte nicht versuchen, diese Schneekartoffel dazu. Hallo Leila, morgen versammeln wir uns vor alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Wir möchten so einen Winter genießen. Es wird Schneemänner, Eisskulpturen und einen Wettbewerb in Eisfischen geben. Komm bitte zwischen 9 und 14 Uhr vorbei, wenn du mitmachen möchtest. Wir kommen jetzt los. Okay. Kann ich mir. Also, erstens brauche ich nochmal ein Wintersaatgut, was ich noch da habe, aber 14 reicht nicht, weswegen ich mir einfach nochmal eine Ladung mache. Mal noch. Was? So, mach einfach weiter. Produziere einfach weiter bis Winterstart. Das ist scheiße genug. So. Pack ich das mal weg. Alles mit lower Qualität kommt jetzt oben ran. Der Rest wird verkauft. Gibt's noch was? Nein. So, verkaufen. Und da hinten ist auch schon wieder ein Bier fertig. Ja, dann lass mal spielen. Ich war Torwart. Torwart. Einmal. ich war Stürmer oder Abwehr, aber das beste Fußball war immer noch in der Schule beim Sport. Boah, wir haben... Ich war auf einer Mädchenschule, denkst du? Wir haben wirklich Fußball gespielt. Ich glaube, einmal. Wir haben immer so einen Scheiß gespielt wie Völkerball oder Brennball. Oder was haben wir noch gespielt? Volleyball. Oder wir haben dämlich tanzen müssen. Oder Basketball. Das war auch ganz lustig. Ich ja so ein Kopf kleiner als alle anderen. Basketball spielen. Okay, die Ziege mag heute wohl keine Milch geben. Ah, das kann ich auffüllen. Es safe, da geht nichts drüber. In der Schule, ich habe das nie gespielt, ganz ehrlich. Auf einer Mädchenschule zu sein, hat nur Nachteile. Also manchmal hat es auch Vorteile, aber... So gesehen hat es Nachteile. Kaffee ist fertig. Aber der ist gut. Okay, wie gebe ich mal auf, weil ich noch keine Mühldings habe. Glückskarussell, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Reine Mädchenschule, wie war das? Scheiße. Also keine Ahnung, wir hatten das halt keine Jungs, aber das war halt so einzigen Terror nach dem anderen teilweise. Also ich bin froh, dass ich auf der Schule war, weil das halt bei uns die vernünftigere Realschule gewesen wäre, aber auch bei der anderen wäre ich, glaube ich, durchgedreht, wenn ich da gewesen wäre. Und
Ja, deswegen war ich eigentlich schon froh, auf der Schule zu sein, aber irgendwie so im Großen und Ganzen war das halt jetzt nicht so das Highlight. Das war auch immer lustig. Völkerball, haha. Ja, war gut in Ausweichen, werfen war ich nicht so. Völkerball haben uns gefühlt die Schädel mit den Bällen immer eingeworfen. Wir haben das immer viel zu ernst genommen. Viele Bro. Ja, wir haben das auch mal viel zu ernst genommen. Vor allem dann immer so das Verliererteam, die wurden dann immer so ein bisschen so gehänselt und so danach. Und ich denke mir einfach so, Alter, das ist ein Scheißspiel. Ich habe nicht mal Bock, damit zu machen. Ich möchte gerade einfach nur, keine Ahnung, heim. Mit der Heim und zocken. Das wäre cooler, als in der Schule abzuhängen. Also was ich wirklich an der Schule nicht vermisse, ist der Sportunterricht. Der war definitiv nicht cool für mich. Also wenn es so Schule wäre, so wie Berufsschule, ist es voll in Ordnung. Dann kannst du halt einfach chillen, aber Sport nicht. Ich vermisse Mathe nicht. Okay, Mathe war schon nice. Also kommt auch Lehrerin nochmal an. Weil ich mal coole. Also ich hatte eigentlich nur zwei Lehrerinnen in Mathe. Eine coole und eine halt voll strenge, war aber dann auch voll gut eigentlich. Heute hat Caroline Geburtstag. Müsste auch noch was schenken. Geschenk für Caroline. Was macht die Alte denn? Weiß ich das? Habe ich dir schon mal was geschenkt? Caroline, du bist wahrscheinlich am Ende meiner Liste. Sandy ist am Ende meiner Liste. Caroline. Okay, ich habe ihr noch nichts gegeben. Was sagt denn meine App? Ist die Caroline in meiner App? Ja, sie ist sogar drin. So, Fischtacos, Sommerschmuck. Sommerschmuck habe ich. Kriegt sie schnell einen Sommerschmuck, dann steigt sie nämlich auch mal ein paar Herzens hoch. Berufsschule war richtig schlimm. Bei mir hatten immer Blockwoche. Echt? Ich nicht. Also ich hatte einfach ein oder zwei Tage in der Schule. Ein oder zwei Tage in der Woche Schule. Und es war immer so voll chillig, weil ich das eh alles schon wusste aus der Realschule irgendwie. Und dann habe ich eigentlich immer nur das Wenigste lernen müssen. Also ich habe gesamt daheim nichts gelernt eigentlich. Und ich fand Berufsschule immer so übelst chillig. Ich bin einfach nur rumgehangen, habe eigentlich den ganzen Tag aufs Handy geglotzt, habe nichts getan den ganzen Tag. Übelst chillig. Also Berufsschule gerne nochmal. Also. Aber so Realschule war nicht so cool. Blaue Jas, yes, aber ich habe doch einen Sommerschmuck. Was sind die hier? Ah, hier. Eins sind scheiße für Caroline. Können wir uns entscheiden, ob wir in die Mine gehen oder ob wir lieber sagen, wir gehen jetzt halt eine Runde angeln wieder. Und ich wollte zu Robin gehen, weil ich mir den XXL-Stall holen wollte. Gehen wir auch gleich noch an. Gehen wir doch gleich in die Mine, wenn wir da schon oben sind. Ist die da? Hallo! Okay, wenn Jody dahinter läuft, dann ist die doch bestimmt da. Ernsthaft? Ich darf da jetzt nicht rein. Ich meine, wenn Jody da ist, kommt die doch jetzt gleich raus, wenn sie Abigail Anschluss gibt. Welch Reich würde ich als erstes ein Dienstmädchen und einen Koch einstellen? Das verstehe ich. Das verstehe ich so. Okay, der George ist da unten beten oder was? Ich war noch nie religiös, aber naja, ich bin alt. Ich war noch nie religiös, aber ich bin alt. Okay, kann ich hier irgendwas machen? Altar von Juba. Okay, die beten da unten schon aber alle. Kommt ihr raus oder gibt es heute nichts mehr? 12, komm, du musst doch jetzt kochen, Karoline. Okay, nee, die gehen nicht. Schau ich später nochmal vorbei. Hätte ich auch gerne gehabt, da bleibt man wenigstens ein bisschen am Thema und so. Nach 5 Wochen weißt du gefühlt noch kaum was. Ja, das verstehe ich. Also, Blockschule hätte ich auch nicht gerne gehabt, vor allem dann hätte ich, glaube ich, Sport gehabt. Bäh. Aber das Coole war ja, ich habe eigentlich genau neben, also was heißt neben, ich habe in der Nähe von der Schule gewohnt und dann war das eigentlich ganz nice von der Berufsschule. Wo wollte ich denn? Ich wollte die Steine und das andere mitnehmen. Ich habe genau 666 Steine. Ist das ein schlechtes Zeichen? 1 plus. Ach ja. Aber manchmal vermisse ich die Schulzeit schon. Ich träume vor allem auch von der Schule. Dann träume ich immer so richtig abgedrehtes Zeug, was irgendwie in den Unterricht drankommt. Und dann hatte ich auf einmal wieder Mathe und dann hatte ich keine Ahnung mehr, was ich irgendwie vor 10 Jahren mal Mathe gemacht habe. Also normales Rechnen ist ja in Ordnung, aber irgendwie so Parabeln oder dann Sachen mit X auflösen, das war halt dann kritisch.
du, ich möchte gerne ein Hofgebäude errichten. Stall, Silo, Pferdestall, Schleimstall. Hier ist nächstes, komm. Ein Luxusstall. Tschüss, Geld. Sag dir doch, Mathe ist schlimm. Nur in meinen Träumen. Okay, ich werde übermorgen damit anfangen. Ja, ich nehme mir am Festtag frei. Schön, mach doch, was du willst. Hallo, Sebastian. Ich habe eine Schneekreatur gebaut, aber Demetrius hat mich dazu gezwungen, sie abzureißen. Und Marius, dieser kleine Schneemann, ist unbeschädigt. Echt? Lächerlich, ja, finde ich auch. Das ist Luxus. Ich musste immer eine Dreiviertelstunde Zug fahren und Sport gab es bei uns nicht, weil die Sporthalle 3,5 Jahre renoviert wurde. Das ist cool. Ich hätte, glaube ich, schon Sport gehabt. Also ich habe in der Sporthalle Abschlussprüfung geschrieben. Das war auch das einzige Mal, wo ich die Sporthalle der Berufsschule gesehen habe. Siebte, achte Sport ist immer schlimm gewesen. Oh Gott. Ich bin so froh manchmal. Also manchmal nervt es mich, weil ich ja trotzdem in der Schule dann früher heimgekommen bin, als wenn ich jetzt arbeiten muss. Aber manchmal bin ich auch richtig froh, dass ich nicht mehr so lernen muss für die Schule und so, obwohl ich das wahrscheinlich jetzt nicht mal mehr müsste, aber ja. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mein Abi nachhole, aber es würde mir halt nichts bringen, aber das wäre halt einfach so wieder Chill-Mode. Aber ich habe das irgendwie nicht nötig. Unser Sportlehrer hat nur Liegestütze machen lassen. Echt. Ich kann nicht mal eine. Was für eine Hornrache. Also ich habe eigentlich Sport. Da war Basketball eigentlich das Schlimmste. Aber das konnte ich dann eigentlich auch. Also irgendwie, ich war zwar drei Köpfe kleiner als alle anderen, aber ich habe die Körbe mehr getroffen als die anderen. Also ich habe irgendwie im Sport besser abgeschnitten im Basketball, das ist zum Beispiel ein Volleyball oder so. Volleyball war auch richtig nervig. So, mach diesen Aufschlag oder irgendwie tanzen oder so. Das musst du auch immer Oder dann draußen, ja, Sport, so, ja, renn diese Strecke in 12 Sekunden. Nein. Oder wirf diese Kugel. Nein. Diese Kugel hat circa ein Viertel meines Gewichts. Warum sollte ich die werfen? Fällt mir höchstens doch im Fuß. Ein Iridiumbahn, was? Aber so ein Iridiumbahn läuft. Ich sollte, glaube ich, jetzt hier ganz schnell rausgehen, nicht, dass ich nur sterbe am Ende. Okay, der hat mich jetzt belastet. Nice, einfach mal so ein Iridiumbahn wieder. Wow, ich verpiss mich. Ich möchte hier nicht mehr sein. Dumm, die dumm, die dumm. Ich will hier raus. Ich will hier ganz schnell raus. Ich möchte meine Iridiumbahn nicht verlieren. Ich möchte einen weiteren Sprengel haben. Und auf in die Stadt. Bundesjugendspiele. 1 Kilometer auf roten Platz. Und bei mir waren es nach 10 Minuten die Zeit gestoppt. Ja, gut, einfach das Beste draus machen. Ja, keine Ahnung. Also, ich fand Sport immer richtig nervig. Ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt jemals Sport machen musste. Weil was hat mir das genützt? Ich hocke doch jetzt auch daheim und habe seit, keine Ahnung, 5 Jahren keinen Sport mehr gemacht. Und wenn ich Bock hätte, Sport zu machen, dann mache ich das. Aber ich habe darauf vielleicht einfach keine Lust. Weil Sport einfach nur unnötig anstrengend ist. Das Jugendspiel, das hatte ich in der Grundschule. Das war richtig nervig. Okay, da ist die Alte schon mal nicht. In der Kneipe. Ich bin so ein Mensch, ich mag mein Bett. Und wenn ich ja einmal bin, dann bleibe ich da auch. Und keine Ahnung, wenn ich hier früh aufstehe, dann werde ich nicht anfangen, irgendwie Sport zu machen. Vor allem so Leute, die noch vor der Arbeit Sport machen. Und ich denke mir einfach so, nein, ich schlafe gerne. Das ist noch vor, keine Ahnung, wie viel Uhr. Lass mich einfach pennen. Wo ist die? Die Alte ist ja schon fast Dialekt gewesen. Ja, sorry. Bayern. Ich sehe es gerade. Wir müssen die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.